sind jetzt wieder hier. Meine Frage jetzt noch. Also, ja, du hast mir alles gut erklärt. Mhm. Meine Frage jetzt noch. Wir haben jetzt hier das Touchfeld. Genau. Touchscreen, genau. Touchscreen, ja. Ich kann das mit dem Finger einfach bedienen. Aber ich habe auch gesehen, du hast es vorhin mit dem Lenkrad bedient. Genau. Du siehst hier links und rechts am Lenkrad jeweils ein Touch-Control-Feld, ein Touch-Button. Die zwei schwarzen Punkte. Genau. Mhm. Okay. Und mit dem rechten Touch-Button bedienen wir hier das rechte Display vom Widescreen-Cockpit, mit dem linken Touch-Button die linke Seite von dem ganzen Feld. Bedienen wir hierüber erstmal ins sogenannte Menü rein und dann kommen wir in die verschiedenen Strukturen rein. Okay. Und das sind sogenannte zwei Touch-Buttons. Und das ist auch wichtig, das ist Serie. Ja, das, was du dort siehst. Die zwei Touchbuttons sind in jeder Variante überall mit drin. Ach ja. Ja. Touchscreen, was du angesprochen hast, genau richtig. Was auch hier mit, wie beim Handy. Ja, du hast ja vorhin ein paar Mal gemacht. Das ist auch mit in der Serie schon bereits drin. Wir haben noch eine dritte Möglichkeit. Das haben wir jetzt gar nicht so genutzt. Ist hier unten das Touchpad. Ja, das kannst du mal probieren. Es ist nichts anderes das wie... Das gibt schon länger. Das gibt es schon länger. Das ist im Prinzip, früher gab es diesen Drehknopf bei Mercedes. Ja, der ist im Prinzip mehr oder weniger entwichen bei den neuen Modellen. Dafür hat man so eine Handauflage hier hingebaut und dieses, ich finde es geil geworden, dieses Touchpad dorthin gesetzt. Richtig schön. Und man hört das auch mal, es gibt so eine akustische Rückmeldung in der Sekunde. Und man spürt auch ein bisschen. Und so eine haptische, so eine Vibration in den Fingern, genau. Das sind diese Möglichkeiten, die ich habe. Die vierte Möglichkeit, die haben wir eben gerade getestet, das war die Linguatronic, die Sprachbedienung. Ja, mit diesem Keyword. Genau. Das sind unsere komplett vier Möglichkeiten. Da kann sich eigentlich jeder so ein bisschen sein Favorite, sage ich mal, mehr oder weniger, rausentwickeln. Der eine ist gerne mit der Sprache unterwegs, der andere bedient gerne mit dem Touchpad. Also es ist eigentlich für jeden was dabei. Auch für jede Situation oder? Und für jede Situation, genau. Wenn ich jetzt im Stau stehe, kann ich ein bisschen mehr spielen. Wenn ich ein bisschen vielleicht mehr im Stress bin, so ist es. Ja, also da ist für jeden oder für jedermann was dabei. Wenn du da irgendwie nochmal Fragen dazu hast oder sowas, mich kennst du, meine Telefonnummer hast du, E-Mail hast du, dann rufst du mich an oder kommst vorbei. Ich komme bei dir vorbei, ganz egal. Also Kevin, ich muss sagen, geiles Teil. Sehr schön, freut mich. Schön, dass du mir das heute vorgestellt hast. Gerne. Ich bin begeistert. Das ist wichtig, das ist wichtig. Ich habe neue Sachen kennengelernt, auch Verbesserungen. Und ich muss sagen, persönlich für die Zukunft, ich möchte es nicht mehr missen. Sehr gut. Das war das Wort zum Sonntag, hätte ich bald gesagt. Also, danke. Gerne. Ciao, ciao.